Hello, Kali Crew! Ich bin so aufgeregt, Leute. Heute zeigen wir euch jetzt nämlich unsere Wohnung. Also kommt rein. Ich weiß, ihr habt schon sehnsüchtig drauf gewartet. Wir sind nämlich vor 9 Monaten hier eingezogen, also letzten August. Und seitdem war das einer eurer Top-Video-Wünsche. Und jetzt will ich euch die Wohnung endlich zeigen, weil sie fast perfekt ist. Also alles ist eingerichtet und ja, wir sind sehr, sehr stolz, was wir hier haben und auch dankbar dafür. Kurz ein paar Eckdaten, bevor es losgeht. Wir haben 500 Quadratmeter Wohnfläche, 3 Etagen und einen Pool. Nein, Spaß, Leute. Aber ich habe Bibis Haustour gesehen und dachte mir so, wuhu. Ich weiß, wofür ich arbeite. Das hat auf jeden Fall motiviert und ich gönn's ihr total. Aber es war schon krass, oder? Habt ihr es auch gesehen? Wir haben keine 500 Quadratmeter, aber dafür 130. 5 Zimmer, Balkon, Bad, 2 WCs und Küche. Genau. Und wir starten jetzt aber erstmal mit dem Raum, der als letztes fertig geworden ist in der Wohnung. Da stehen wir auch schon drin. Und zwar das Esszimmer. Das sieht so aus. Also wir haben hier einen großen Esstisch, an dem wir aber fast nie sitzen. Liegt einfach daran, weil wir meistens 2 andere Plätze haben zum Essen. Das zeige ich euch gleich. Aber es ist halt mega cool, wenn Leute oder Freunde vorbeikommen, dann kann man sich hier gemütlich hinsetzen. Und was ich auch super daran finde, ist, dass wir den quasi selber gemacht haben. Also wir hatten die Tischplatte bestellt und dann diese Fußbeine. Und dann haben wir das so selber zusammen montiert. Und das ist halt ganz cool, man weiß, dass niemand anders genau den Tisch hat, den wir haben. Finde ich immer, ja, ganz cool. Und eine andere Sache, die wir auch selber gebastelt haben, beziehungsweise Raffi, ist das hier. Das hatten wir auch schon in unserer alten Wohnung, haben es mitgenommen, weil wir es halt so cool fanden. Das ist ein kleines Alkoholregal. Hauptsächlich als Deko, muss man schon dazu sagen. Also ja, soll einfach cool aussehen. Und ansonsten haben wir hier ein Highlight, was wir aber nur im Winter nutzen, und zwar unseren Ofen. Da ist normalerweise hier alles voll mit Holz, aber jetzt klar, im Sommer brauchen wir das nicht mehr, aber es ist trotzdem voll schön hier drin zu haben, weil es im Winter halt mega schön aussieht und einfach richtig warm wird hier drin. Und dann geht es auch schon weiter in den nächsten Raum. Der ist quasi verbunden mit dem Esszimmer hier, aber ein bisschen getrennt durch diesen Bogen. Finde ich mega schick und das hatte ich euch auch schon im letzten Video so gezeigt, mit dieser LED-Lichterkette. Und dadurch, dass diese 2 Räume so miteinander verbunden sind, haben wir halt auf ein paar Details geschaut, dass sie so zusammenpassen und alles in sich stimmig ist dann in dem Raum oder in den 2. Da haben wir dann zum Beispiel den gleichen Tisch wie drüben, nur als kleinen, als kleinen Wohnzimmertisch noch machen lassen. Dadurch sieht es halt richtig süß zusammen aus, finde ich. Dann haben wir hier eine ganz große Bilderwand gemacht und versucht, so beide Geschmäcker zu kombinieren da drin. Genauso eine graue Couch wie zu den grauen Stühlen. Und ja, ich hoffe, ihr seht es einfach und es macht für euch auch Sinn und ihr findet es schön. Könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Wohnung allgemein gefällt. Und dann gibt es ein weiteres Highlight hier drin, das befindet sich hinter euch. Und zwar haben wir hier Mylas Bettchen für tagsüber. Also wenn wir zum Beispiel abends Fernsehen schauen oder so, dann schläft sie hier immer und ist bei uns. Oder ihre Mittagsnaps, die hält sie auch alle hier drin ab. Ja, das hat übrigens Raffi auch selber gemacht. Wir sind hier von vorne bis hinten DIY-süchtig. Das wisst ihr bei mir ja. Das ist so eine Holzkiste gewesen. Hat er auseinandergesägt und abgeschliffen. Und dann ist da ein ganz dickes Innenkissen drin und da chillt unser Hundi immer, gell? Und vom Wohnzimmer geht es dann hier rückwärts raus in den Flur. Der sieht bei uns so aus. Wir haben einen ziemlich großen und langen Flur. Der geht nachher auch so im U, das zeige ich euch gleich. Aber hier haben wir einfach ja, eine ganz große Kommode, wo zum Beispiel Hundesachen drin sind für Myla. Dann haben wir hier noch so allgemeine Sachen wie Tempos, Briefumschläge, Sonnenbrillen, Zeug halt. Und hier unsere ganzen Jacken aufgehängt. Und hinter mir haben wir eigentlich unser 2. WC, was wir aber nicht nutzen. Wir haben es ein bisschen umfunktioniert zu einer kleinen Abstellkammer. Tada! Beautiful. Und dann, Leute, kommen wir jetzt endlich zu der Antwort, die ich hier endlich mal offiziell einfach raushauen will. Die Frage, ob Raffi und ich zusammen in einem Zimmer schlafen, warum er ein eigenes Zimmer hat, wie ist hier die Konstellation? Und ich hatte euch am Anfang gesagt, dass wir 5 Räume haben und genau, wir haben halt alle aufgeteilt und ich habe ja auch mein eigenes YouTube-Zimmer und das war dann quasi noch übrig und deswegen war es halt logisch, dass er das dann bekommt, damit jeder halt auch so ein bisschen seinen Rückzugsort hat. Ich meine, wir sind schon 11 Jahre zusammen, aber trotzdem ist es wichtig, dass jeder noch so seinen Space hat, wo man hingehen kann oder auch das Zimmer dekorieren kann, wie er will. Finden wir zumindest, aber ich verstehe, dass es bei vielen so ein bisschen komisch rüberkommt, weil ich auch niemand anders kenne, der es so hat. Hatten wir aber in der alten Wohnung auch schon so und es war halt
irgendwie voll angenehm. Ja, ich komme hier auch jeden Tag mindestens dreimal rein und sage irgendwie Hallo oder hol was oder keine Ahnung. Also es ist nicht verboten, da reinzugehen. Ist einfach nur, dass er da drin seine ganzen Sachen hat, wie Computer und so. Aber ich würde sagen, du zeigst ihm das einfach. Wir wechseln mal kurz die Kameraperspektive und dann seht ihr es. Ja. Dann willkommen in meinem Zimmer. Hier geht es eigentlich schon los in unsere Rumpelkammer. Hier liegt hauptsächlich das Zeug von Cassie drin. Ja, danke. Aber es stimmt. Ja. Ja, alles, was man halt so hat und nicht unbedingt in der Wohnung rumliegen haben will. Dann geht es schon weiter zu meinem Werkzeugschrank. Da sind Schrauben, Werkzeug, Klebeband, alles Mögliche ist hier drin. Und hier ist mein aktueller Homeoffice-Platz. Dann geht es hier weiter auf der anderen Seite mit meiner Bilderwand. Hier hatte ich die teilweise schon in unserer alten Wohnung. Am coolsten ist eigentlich der hier, oder? Ja, ist absolut mein Lieblingsbild. Nicht! Ja, und hier das Meisterwerk von meinem 3-jährigen Neffen. Das ist echt süß. Meilers Lieblingsplatz in meinem Zimmer. Ganz klar, hier der Sessel, wie man sieht, eigentlich auch nur von ihr in Benutzung. Das war es auch in meinem Zimmer. Und es ist einfach auch wichtig, dass Meiler in jedem Raum ihren Platz hat einfach. Ach, auf jeden Fall. Gell, Schatz? Oh. Vom Flur kommen wir dann in die Küche und die habt ihr auf jeden Fall schon in ein paar Videos gesehen oder in meinen Insta-Stories auch regelmäßig, wenn ich hier irgendwas koche oder esse. Das machen wir nämlich meistens hier. Finden wir halt super praktisch, weil ja, da ist der Herd, dann kann man sich direkt hier hinsetzen oder auch wenn es ein schnelles Frühstück sein soll oder so. Deswegen ist hier unser Hauptessensplatz. Der zweite ist dann auf dem Sofa und der dritte ist dann am Esstisch, den ihr ganz am Anfang gesehen habt. Und ja, was kann ich dazu sagen, ist halt... Ja, unsere Küche finde ich super schön, weil so ein bisschen cleaner gehalten ist. Und hier haben wir direkt neben mir eins unserer Highlights. Und zwar diesen Smoothie Maker. Ich wollte den am Anfang gar nicht haben, aber Raffi hat mich überredet. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil wir seit wir den haben, super viel Obst einfach essen. Ich war davor nie so der Obstesser, aber wenn man es klein mixt in einen Smoothie oder Milkshake, mega lecker. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Und dann geht es hier auf dieser Seite weiter. Ich glaube, die Hälfte habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Da haben wir halt unseren Spülbereich. Und hier drin ist unser ganzes Geschirr. Genauso wie unsere Tassen. Und da darf natürlich eine Tasse auf keinen Fall fehlen an unserem Inventar. Die Kali-Kasse oder Kali-Crew-Tasse. Mein Merch ist übrigens auch immer in der Infobox verlinkt und ich freue mich immer, wenn ihr mich auf euren Stories auf Insta verlinkt und ich sehe, dass ihr die auch habt. Also vielen Dank für euren ganzen Support. Und auf der anderen Seite, da haben wir so eine kleine Deko-Ecke eingebaut. Hier einfach eine Bilderleiste, ein bisschen nach Küche dekoriert. Und hier ist auch noch eine wichtige Sache und zwar unsere Obstschale. Da haben wir immer Bananen drin, weil wir sie, wenn dann, für die Smoothies benutzen oder für Bananenbrot. Oh mein Gott, Leute, ich liebe Bananenbrot und die sind perfekt dafür. Die werde ich jetzt direkt nach dem Video da verarbeiten. Genau, die stehen dann immer hier. Und das war's dann auch schon mit unserer Küche. Eine Sache gibt's aber noch und zwar ist die jetzt gerade so schräg hinter euch. Kann ich euch jetzt nur mit Overlay-Clips zeigen. Das ist nämlich der Balkon. Der ist noch nicht zu 1000% fertig, aber hier seht ihr mal den aktuellen Zwischenstand. Finden wir auf jeden Fall super gemütlich und ja, sind sehr froh, dass wir da noch so eine kleine Outdoor-Oase haben. Von der Küche geht's dann hier entlang wieder in den Flur und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es sehr aufgebaut ist wie so ein U. Also in unserer alten Wohnung war es ein Rundgang wie so ein O und hier haben wir ein U. Und wenn wir da entlang laufen, kommen wir hier wieder zur Wohnungstür, wo wir reingekommen sind. Und hier rechts hinter mir, das Zimmer solltet ihr auf jeden Fall kennen, das ist nämlich mein YouTube-Zimmer. Hier drin filme ich immer alle meine Videos. Diesen Platz hier, genau, das ist mein Tisch, wo ich immer sitze. Hinter mir die Couch, die ihr immer seht, wo Meile auch drauf chillt. Die ist ja immer dabei, wenn ich was drehe. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann meinen PC. Da schneide ich meine ganzen Videos dran, sitze immer stundenlang, um alles zu bearbeiten. Und rechts und links habe ich dann jeweils DIY-Supplies drin. Und ich habe auch eine kleine Schminkecke in diesem Zimmer. Die ist auf der anderen Seite. Die ist wirklich nur sehr klein, so zwischen meinen Lampen auf der Seite. Und hier habe ich einfach so ein paar Make-up-Produkte, mache mich dann für diesen Fenstern hier immer morgens fertig. Und ja, wenn ihr das genau alles sehen wollt, da verlinke ich euch meine YouTube-Studio-Roomtour in der Infobox. Da habe ich euch jede Ecke ganz genau gezeigt. Wenn man wieder hier rauskommt, dann gibt es noch drei Räume, die ich euch hier zeigen möchte in der Wohnung. Unter anderem das Schlafzimmer hier hinter mir, aber vorher wollte ich euch das hier noch zeigen. Das ist auch so eine kleine Deko-Ecke, die ich mega cute finde. Das hier ist nämlich ein Bild, was wir in Portugal im Urlaub mal von uns zeichnen lassen haben. Ich finde es so witzig.
Oder auch, das Bild hier, das bedeutet mir so viel. Das war der Tag, an dem wir Maile abgeholt hatten. Da war sie noch so ein kleines Baby. Wundert euch übrigens nicht, warum Raffi so aussieht. Das wurde mit dieser Face-App gemacht, wo man so alt aussieht. Also jetzt weiß ich, was ich in ein paar Jahren zu erwarten habe. Genau, bevor wir ins Schlafzimmer gehen, erstmal noch auf diese Seite der Wohnung. Hier geht der Flur noch weiter entlang und hier befindet sich das Badezimmer. Hier drin haben wir eine Badewanne, genauso wie eine Dusche. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich dusche viel, viel lieber und deswegen ist die Badewanne gar nicht so oft in Benutzung. Aber trotzdem sind wir froh, dass wir beides haben und auch, dass das Bad so groß ist. Weil ich weiß nicht, wer von euch mich schon in der letzten Wohnung geschaut hat, aber unser altes Bad war so, so klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter, aber es war winzig. Und deswegen lieben wir das Neue hier einfach. Auch, dass wir in diesem Bad zwei Waschbecken haben. Die sind auf dieser Seite. Da dann auch wieder jeder seins. Meins ist das linke, rechts ist Raffis. Und ich liebe auch diesen mega riesigen Spiegel. Das ist auch richtig, richtig cool. Da habe ich noch meine Pflegeprodukte immer griffbereit dann hier stehen. Und als letztes haben wir hier drin auf dieser Seite noch so ein kleines Regal, wo auch hier Raffis Seite ist. Meine Hammer Zahnbürste, Pflegeprodukte und Duschgel und so Zeug drin stehen, was man halt alles so im Bad verstauen muss. Ja, sehr praktisch. Und dann gehen wir weiter in den nächsten Raum, das Klo. Das ist genau nebenan. Und ja, ich würde sagen, da schaut ihr euch einfach selber um. Da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. So sieht es aus. Das WC vorne würde übrigens genauso ausschauen, wenn wir es nicht als Abstellkammer benutzen würden. Und dann kommen wir zum letzten Raum in unserer Wohnung, und zwar das Schlafzimmer. Das befindet sich hier. Da haben wir zuerst einmal natürlich unser Bett, und da muss ich jetzt gleich noch eine Sache klarstellen, weil das verwechseln ja auch ganz viele Leute immer, beziehungsweise irgendwie ist es nicht ganz klar. Ich glaube, es liegt daran, dass das Bett so klein ist, also so klein, es ist 1,40 breit, und weil eben ich schon öfter erzählt habe, dass Raffi sein eigenes Zimmer hat, dann haben super oft Leute kommentiert oder gefragt, warum wir nicht zusammen in einem Bett schlafen oder warum wir getrennte Schlafzimmer haben oder so, aber das ist es halt gar nicht. Also wir haben diese zwei getrennten Zimmer, aber das sind keine Schlafzimmer. Das und alle anderen Räume nutzen wir zusammen. Und ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie größere Betten, aber wir, also uns reicht 1,40 völlig aus, deswegen haben wir kein größeres genommen. Aber wir schlafen in einem Schlafzimmer zusammen. Und ansonsten haben wir hier eine Kommode mit meinem Schmuck drauf, so ein bisschen. Das hier ist auch ein DIY, was ich mal gemacht hatte. Dieses Fotoheft finde ich immer noch mega, mega schön. Und das Letzte, was sich dann im Schlafzimmer natürlich noch befindet, sind die Kleiderschränke. Aber das habe ich euch ja auch schon mal in einem Video gezeigt, vor kurzem, wie wir alles aufgeräumt haben hier drin. Genau, und das war's dann auch schon. Ah, nein, eine Sache fehlt natürlich, das Wichtigste wieder. Mailas Schlafplatz. Das hier ist ihr kleines Zelt, wo sie jede Nacht drin schläft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da und schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr die Wohnung findet. Für uns ist sie perfekt, aber ich bin sehr gespannt, wie ihr sie findet. Geschmäcker sind verschieden. Deswegen, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Vielleicht wieder mit Raffi als Kameramann. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bis dann.